Hallo Leute, hier ist Black und Gaso. Ja, und der gute Black hat sich diesmal wieder ein neues Spiel gekauft für die PlayStation 4. Und ihr wisst ja, ich stehe ja so auf Skylander, ich wollte sagen, Infinity. Und er ist etwas verrückt in der Hinsicht. Ja, während der Gaso solche Spiele zum Beispiel wie jetzt Red Dead Redemption 2, die Männerspiele spielt. Spiele ich die Kinderspiele. Ja, obwohl, genau, das war jetzt nur als Spaß. Obwohl diese Spiele verdammt geil sind. Also ich meine, ich habe ja auch Skylander, ich spiele es ja ab und zu mal mit dir. Es ist wirklich verdammt lustig. Und als ich das erstmal gesehen habe, ist so, hä? Für die PlayStation? Jetzt rausgekommen? Und ja, sagt mir Black, das ist so wie Skylander. Ja, ne? Im Prinzip ja. Ihr habt praktisch wieder dieses Toy-to-Life-System. Ihr habt ein Raumschiff im Spiel, was ihr dann praktisch dann auf euren Controller drauf befestigt. Und das dann im Spiel ist. Genauso wie Waffensysteme, die ihr auswechseln könnt. Ihr könnt die Flügel auswechseln. Aber das werden wir euch jetzt hier in dem Video zeigen. Ihr wisst ja, wir sind ja mehr hier so dieser Toy-Kanal als jetzt ein Game-Kanal. Genau, eigentlich. Und deshalb ja. werden wir euch eigentlich mehr so das Spielzeug hier zeigen, als jetzt dieses ganze Spiel. Genau, na gut, wir können kurz erklären, was es ist. Also es ist im Prinzip, ich frage jetzt mal ganz blöd, weil ich habe noch, keine Ahnung, habe mich auch nicht darüber informiert. Wie ist das genau? Ist es so wie bei Skylander, dass man im Prinzip so eine was hinstellt und dann stellt man die Figuren und die Raumschiffe drauf oder wie ist das? Nee, das wird auf den Controller kommt das drauf. Ah, da kommt auf den Controller. So eine Plattform drauf und da werden die eingespielt. Können wir auch dann vorzeigen? Ich hole kann man da reinkommen oder meinst du das rechtlich? Ja, ist das klar, nicht so kann man. Ist ein Prospekt, das liegt ist ein frei Prospekt. Aus. Achso, das liegt frei aus. Aha. Okay, ich gucke jetzt einmal da rein ganz kurz, wie das aussieht. Ah, da wird es auch schon gezeigt. Genau, richtig. Aber du holst gleich den Controller und genau, ich zeige euch das einfach mal. Ja, genau. Dann werden wir das hinkriegen. Ne? Also gucken wir mal. Ne? Seid ja immer live dabei. Okay. Ach, da ist sowas. Und dann gibt es hier so verschiedene Varianten. Ja, das ist die PlayStation-Variation. Ja, die holst du gleich wie bei der Xbox. Aha. Und für Nintendo gibt es wieder ja, sozusagen eine Extrawurst. Da gibt es dann hier den, wer ist der, Star Fox von damals mit seinem eigenen Raumschiff. Ach und ja, so der Star Fox, genau. Ja, ja, genau. Ja, aber was da wieder schade Nintendo, ist, Nintendo sagt sag wieder, was. Genauso wie bei Skylander, ist exklusiv Nintendo, ihr könnt das nicht auf der PlayStation spielen. Das ist natürlich wieder schade. Hier haben wir also noch andere Raumschiffe, also die man so extra kaufen kann, so mal extra Packs sind das, ne? Genau. Aber da sind drei Sachen dabei. Da sehe ich, das ist ein Raumschiff dabei, eine Figur und hier eine Waffe sieht das so aus. Genau, und wenn ich mir davon ein Pack kaufe, stelle ich euch das auch hier vor. Okay, ja. Das werden wir dann einzeln vorstellen. Das sind dann diese Waffenpacks, da kann man Waffen wieder austauschen. Aber du hast ja beim Flieger hast ja auch immer noch eine Waffe dabei. Genau, eine Waffe, eine Figur, die man auch einzeln kaufen kann. Den Piloten dann quasi, genau. Ne? Genau, und das Raumschiff. Also kannst du quasi, könnte ich jetzt dieses Raumschiff mit der Pilotin spielen? Genau. Das wollte ich meine Frage. Du kannst auch dieses Raumschiff, die Flügel abmachen, mit diesen Flügeln Ach so. Spielen. Und mit den seinen Waffen. Du kannst das komplett untereinander quasi kannst du die komplett so bauen, wie du das möchtest. So, finde ich schon wieder ganz nice. Leben, ja, okay. Genau, finde ich sehr nice. So und im Spiel könnt ihr auch die Waffenlevel, wie ich gesehen habe. Ihr könnt die Spielfiguren leveln, die haben Fähigkeiten und so weiter. Er schaltet immer wieder durch die Mission auch neue Fähigkeiten frei. Ja, eine Figur hast du hier schon gekauft. Eine extra Figur habe ich mir direkt noch zugelegt. Das sind Piloten. Ja, der sieht so ein bisschen aus wie so, ja, so eine Blumen- oder Vogelscheuche sozusagen. Ne? Erbo. Wood. Kann sein. Pflanze. Baum. Was er so macht, weiß ich noch nicht so genau. Okay, ja gut, aber man sieht die Figur hier dran. Und hat man noch ein schönes Cardback dabei von einem Stabspiel. Genau. Ja. Aber wir wollten das jetzt mal auspacken. Oder du wolltest das im Prinzip auspacken. Also wir haben einfach, ich nehme es einfach schon, mal so. Ja, es ist hier hinten auch schon. Ach so, hast du schon das war das letzte im Geschäft. Das ist hier hinten die Pappe ein bisschen kaputt. Ja, macht mir nichts. Aber ich habe es für 15% günstiger gekriegt. Da macht mir die Pappe auch nichts. Und einmal kannst du kurz drehen. Aha. Ja, einmal ganz kurz. Noch mal den einmal kannst du, wie es. Ich habe das Spiel noch nie gesehen, wie es aussieht. Aha, hier sieht man so große Tierchen und sowas. Ja, genau. Waffensystem. Das kann man auch mit zwei Leuten auf einem Bildschirm zocken, habe ich gesehen. Der andere muss natürlich dann halt auch das Spiel haben. Aber nur mit geteiltem Bildschirm geht ja nicht anders, ne? Weil das ja eine offene Welt ist. Ist ja freie ist das Welt, denn, wo man sich bewegen kann. Ist das denn jetzt so ein Next-Generation-Konsole? Weil es gibt ja im Prinzip das... das Spiel, was ich jetzt gerade angesprochen habe, Red Dead Redemption 2, was ich mir jetzt vorgestellt habe, das ist ja quasi, was das eins der ersten Spiele ist, was quasi für die Vierer rausgekommen ist. Ja, für die Pro meinst du, ne? Nee, für die Vierer, generell für die Vierer. So, es gibt ja andere Systeme, zum Beispiel Spiele, die wurden noch produziert. Für die Dreier gemacht. Für die Dreier eigentlich. Nee, noch. Das gibt's nur für die Vierer. Das gibt's nur für die Vierer. Das ist auch relativ frisch. Okay. Spiel, also. Kann man das hier aufklemmen an der Seite? Ja, ich mach's. Achso, du machst es ja. Achso, alles klar. Ja, eigentlich ist das ja so ein Umkarton, wie bei Skylander oder sonst wo, aber leider ist das schon. Unten musst du noch. Schnippeln wir den mal auf. Da ist noch einer.
Dann kommen wir langsam an den Kern. Okay. Der Weg ist das Ziel, ne? Brauchst nicht auf. So, ja, hast, da hast du, brauchst du nur hier aufklappen. Ja. Setzt du nur hier auf. Warte, mach mal. Ich hab's mit dem Aufpacken her. Okay. Ich bin ja schon. Ich mag das ja so. Ah, da haben wir schon die ganze Zeit. Ach, guck mal, das Spiel ist da unten drunter. Ja, sagen wir mal das Spiel. Ja, okay, ist auch ein PlayStation-Spiel. Ja. Ne? CD drin, gibt nichts großartig zu sagen zu. Wenn ihr das Spiel irgendwo seht, wo da Leute spielen, da gibt es genug andere Kanäle, ist besser können wie ich. So, und jetzt haben wir hier. Ah, wir wollen ja keinen Let's Play-Kanal machen. Genau. Dann haben wir hier ein Poster. Das habe ich nämlich auch schon gesehen. Guck auf der mal. Einen Seite ist dann halt einfach was vom schon. Spiel. Ja, ich sehe schon. Und auf der Rückseite ist dann so, da was es dann davon auch gibt. Was es da gibt, was ihr kaufen könnt. Ja. Und auf der, oh, ich nehme mal hier, ich versuche das mal ein bisschen so mit der Kamera, das ist ein bisschen schwieriger. Das haben wir gerade eben ja gesehen. Von dem Charakter habe ich gesehen, da gibt es so eine Gamerin, die war auch schon beim Gronkh, Lara Loft, die hat die Synchronsprecherin zu dir gemacht, habe ich gesehen. Ah, und du warst noch nicht beim Gronkh? Das nein. Kann nicht wahr sein. Unglaublich. Nein, ich habe mich noch nicht eingeladen. Nein, wir machen ja auch keine Spiele großartig. Ja, es ist 8, es sieht sehr cool aus. Ich halte das mal ein bisschen. Ja, gefällt mir auch, muss ich ehrlich sagen. Also ich hoffe, ja, mit der Kamera ist es ein bisschen schwierig. Aber ja, es ist der Jäger. Es ist wahrscheinlich der, genau, der dabei ist. Genau. Genau. Ja, ist ganz cool. Ja. Ah, es sieht ganz cool aus. Nehme ich mal jetzt hier so als Unterlage. Lege ich das mal so hin. Dann wollen wir mal den Kasten inspizieren. Ja, gucken wir mal den Kasten. Ich halte ihn mal so. Ja. Du nimmst einfach raus, fröhlich. Genau. Ich halte ihn einfach mal. Das hier ist ja dieser Halter. Der Gaso zeigt den Rest mal eben. Und ja, mal eben genau. Das kann ich mich mal zu euch mal zeigen. Ich nehme mal die Figur. Für mich ist immer eine Gaso-Figur. Ja gut, ist eine kleine Plastikfigur, aber ganz stylisch gemacht. Ein bisschen, ja, ist halt, ne, also... Doch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wenn ihr es erkennt, ich halte mal diese dran. Man kann das Gesicht sogar richtig gut erkennen, sogar die Augen davon. Ja, jetzt kommt die Kamera langsam. Muss ich ganz sagen, für so eine kleine Figur ist das schon ganz gut gemacht. Das ist halt pro-painted, also quasi ne, maschinell produziert in Massen. Ist aber dafür ganz gut. Auf so einem, was soll ich sagen, ja, so ein Space-Thron, sag ich mal. Ganz nett, das ist quasi der Pilot dazu. Was haben wir hier? Das ist dann... Ja, hätte ich nicht gedacht, dass die so gut sind. Nee, habe ich auch gedacht. Ich war echt gerade überrascht, muss ich sagen. Warte mal, ich nehme eben die ganzen Waffen. Okay. Mein Gott, das ist so eine Gatling auch. Ja, so eine Gatling zum Reinstecken. Ach ja, das ist ja dann, wo du sagst, zum Auswechseln. So ein, ne? Man sieht ja unten ist da so ein bisschen so ein Kontakt. Genau, ist das hier auch. USB, ne? Ja, ach, ja, guck mal hier. Das ist wie bei den alten. So eine Platine ist das, ne? Ja. Das ist hier so ein Raketenwerfer, was ist das? Was ist das denn? Nee, das ist ein Raketenwerfer, das ist ein Laser. Alter Schwede, ich krieg gleich einen Fingerkrampf, du. Ich muss aber schon wirklich gut rausdrücken, da. Also Raketenwerfer. Und jetzt kommen wir zu dem... Okay, ihr habt hier das Raumschiff. Was ist das so von hinten mal gesehen? Das konnte er gut sehen, gerade auf dem Poster. Aha, das ist halt sein Raumschiff, was dabei ist. Okay, ist ganz nice. Ja. Warum? Ach so, verstehe. Genau, das ist, okay. Dann würde ich den jetzt quasi so reinsetzen. Gehe ich mal von aus, ne? Genau. Ich will es nicht abbrechen. Das klopft ziemlich, habe ich gehört. Das, ja, ist klar. Genau. Aha, klopft. Also ist der Pilot hier drin. Das ist cool. Ja. Das finde ich schon sehr nice. So, dann will ich jetzt auch mal die Waffen dran machen. Ich denke mal, das hier sind so die Waffen. Ja. Ich gucke mal, ob die einzelnen Slots... Aha. Und ich habe auch gesehen, die tauchen... Ist das egal, in welchen Rum ich das mache? Ja, ist egal. Ist egal, wie rum. Ich habe auch gesehen, die tauchen das direkt cool. im Moment. Das hier? Bei Skylander hat man ja noch diesen einen Bildschirm gehabt, wo sie, da musste man warten. Nein, und hier, die tauchen direkt im Spiel auf. Also sind direkt, wenn man anklickt, sind die auch direkt da. Ah, okay, also könntest du im Prinzip, du hattest nur zwei Waffensysteme. Genau, also ich nehme mal diesen Laser weg und packe hier nochmal den Raketenwerfer. Ich würde den Raketenwerfer von Gatling spielen. Ja. Finde ich cool. Ah, gut, weiß man nicht, was die Waffe kann. Richtig. Ist jetzt nur so. Aber das finde ich schon cool, dass du das Modell dabei hast, den Piloten, den du reinstecken kannst. Da ist bei mir wieder das Kind im Mann aktiviert. Ja. Ja, also, man kann dieses Spiel auch als Download runterladen. Dann hat man, glaube ich, schon alle Raumschiffe dabei. Aber man hat halt nicht dieses Toys. Ne? Ja, aber ich finde das gerade mit dem Spielzeug genau, da lustig. Genau, das macht mir am meisten Spaß auch. Ja, und für Kinder ist es natürlich super, dass du noch so ein Spielzeug dabei hast. Kannst du noch ein bisschen spielen. Und jetzt kommt der Clou dabei. Jetzt kommt. Wenn ihr... Ja, genau, guck mal rum. Ihr könnt das ja auch, dann machen wir hier die Flügel ab. Dann guckt man rein. Die ganzen Flügel sogar. Man könnte jetzt rein theoretisch auch, müsste gehen, die Waffen einfach
da dran machen. Das sieht aber komisch aus. Ja, aber ich habe gesehen, wenn man zum Beispiel die Flügel abhat, ist es weniger Gewicht, dann wird das Raumschiff schneller. Wenn du jetzt eine Mission hast, wo du schnell sein musst und keine Waffen brauchst, dann bist du so schneller. Also bist du so ein bisschen, das finde ich wirklich cool. Oder man kann, halt mal kurz, die Flügel auch, wenn ihr wollt, andersrum dran machen, um optische Veränderungen zu haben. Okay. Das geht auch. Okay, ja gut. Und es gibt ja auch Raumschiffe, die ganz andere Flügel haben, da könnt ihr wieder variieren. Also man kann das ist cool. Man kann da wirklich alles rausbauen, was man möchte. Ne? Da ist jetzt gerade wieder was anderes in mir aktiviert gerade. Sehr gut. Also. Ich finde das auch cool mit dem Piloten, muss ich ganz ehrlich sagen. Mit dem Piloten, den man hier so. Aber lassen wir mal den Piloten auch mit dem den Flügeln finde ich geil zum Auswechseln, dass man die Raumschiffe kombinieren kann. Genau. Das ist schon wieder ein bisschen. Ja. Und jetzt erzähl mal, was du mit deinem Controller gemacht hast. Genau. Hast du was vorbereitet gerade? Hier ist dieses Teil dabei. Und hier ist der Controller. Ja. Dann wird das hier, glaube ich. Das oder ist nee, oder andere Seite. Hä? Nee, das kann ja nicht. Oder? Doch, doch, doch. Ah, okay. Dann wird das so dran gesteckt, dann habt ihr das fest hier drauf. Ja. Und dann kommt das Raum. Ja, ich sehe schon da. Hier ist hier da. Kann man Stecker kann man da erkennen. Oben. Und das ist da. Und dann kommt das. Ich würde mal so draufschieben, oder? Und drauf stecken. Ich würde schieben sagen. Schieben, ja. Ja, du musst erstmal so rein, dann schiebst du das und dann setzt das so drauf. Ah, mach du mal. Also pass auf, du hast das hier. Ich würde so sagen, weil es sieht so aus, dass man es hier so rein. Ja. Wir forschen noch, also. Schiebt und dann. Ups. Nee, das ist der Pilot. Ah, warte mal. Der Pilot muss zuerst drauf. Das habe ich gesehen im Video. Und dann machst du. Ah, dann geht er drauf. Alles klar. Da, man kann sehen, man nimmt den Pilot, man schiebt den hier so quasi rein. Und man steckt den Piloten mit dem, ihr könnt es sehen, mit dem Adapter hier, mit dem Slot. Genau, und dann geht das drauf. Das ist der Clou. Deswegen, und das geht auch viel besser. Und dann habt ihr praktisch... Alter, du willst mir sagen, du willst so zocken? Ja, du siehst, da muss man das auch gut auswendig kennen. Da ist nicht, oh, wo ist R1, wo ist R2? Gut, das sollte man wissen. Und wo ist Viereck, wo ist Dreieck? Genau. Muss aber schon wissen. Okay, ist natürlich ein bisschen sehr strange, so zu spielen. Aber Schluss. Ach, guck mal, es rastet so richtig ein. Ja. Jetzt ist es richtig eingerastet. Aber vom Gewicht geht's eigentlich, ne? Wenn, also, ich finde, wenn man es so in der Packung in der Hand hat, fühlt sich das schwer an. Aber wenn es mal einmal drauf ist, ist es okay, ne? Okay, aber ich finde, es hat schon was, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Wenn du das Ding auf dem Controller, der also finde ich schon hat was, weil wenn du das Raumschiff jetzt so mal so siehst so auf der PlayStation und du hast noch gerade machst die Bewegung so und hast dann das Raumschiff, was du gerade das Spiel hier hat irgendwie, du ist bist cool. Zum Spielen gezwungen sozusagen. Aber, ich glaube, ich muss halt echt schön mit den Füßen hoch auf den Tisch und dann den Controller so ein bisschen auf meine Oberschenkel, weil das ist doch so ein bisschen, man merkt es. Also ich habe ihn jetzt Das habe ich auch gehört. Viele halten den dann weiter unten oder so. Ja. Aber ich persönlich zock meistens oder so immer so. Ich habe den Controller immer entspannt auf meinen Oberschenkeln auf den Schoß, oder die Beine angewinkelt. Ja. So bin ich in Ego-Shooter auch am besten. Ne? Ja, das mache ich meistens auch. Ich mache meinen Winkel auch immer die Beine irgendwie an, habe den Controller dann so auf dem Oberschenkel. Und das ist das ideal. Also. Ja, also es ist natürlich, es ist kein extremer Unterschied vom Gewicht, aber man merkt es schon. Also wenn du jetzt stundenlang spielst, würde ich sagen, kriegst du irgendwann mal Handgelenk geschüttelt. Also, aber klar, das ist cool. Das hat schon so ein bisschen. Ja, das ist genau richtig. Da geht's schon wieder los bei mir. Da hast du mich. Ich finde das cool. Also, auf jeden Fall mal anwerfen. Also, es ist cool. Finde ich geil. Finde ich sehr cool. Wer ist das genau? Starlike. Ja, okay. Ja, und ihr merkt schon, egal, das glaube ich, ist vielleicht angefixt und dann werden vielleicht öfter mal ein paar Raumschiffe auf diesem Kanal. Ja, finde ich schon cool. Also ich finde das geil mit diesen, ich meine, das Design ist ganz cool, dieses Spielzeug, und dass du auch diese Flügel auswechseln kannst, kombinieren kannst, die Piloten kannst du kombinieren und die Waffensysteme. Also und im Spiel hat jedes Waffensystem hat Blocks, die du hochleveln kannst, der hat eigene Fähigkeiten, die noch steigern kannst und so weiter. Also, es ist zwar für Kinder, aber es ist verdammt geil. Gut, das ist geil, richtig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und das hat doch was, Leute, mal ganz ehrlich. Also da kommt man doch direkt wieder. Okay, ja. Gut, wenn die Frau, Freundin, je nachdem, wen ihr da draußen habt, das sehen sollte und ihr spielt damit, die wird euch direkt so sagen, das Kind im Manne wieder aktiviert. Aber so ist es, so muss es sein. Genau. Ja, cool. Also ich bin begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das Spiel zwar noch nicht gesehen, aber ich bin jetzt da schon von begeistert. Jo, das wollten wir euch mal so zeigen. Ja, hoffen wir, hat es euch gefallen. Dann bis auf nächste Mal. Bis im nächsten Video. Ciao. Ciao.